Hallo, liebe Leute, mir ist gerade eine Idee zu einem neuen Tutorial gekommen, als ich in FreeCAD was rumprobiert habe. Also diesmal kein Backer-Cut, sondern FreeCAD-Tutorial. Ich mache erstmal eine neue Datei und dann erzeugen wir hier erstmal einen Körper und da drin direkt eine Zeichnung. Combo View XY-Plane, wie man das so kennt. So, das Ding wird einfach hier so reingezeichnet und machen wir ruhig mal ein Maß dran, 100 mal 50 breit und das wird 30. So, das muss auch nicht unbedingt symmetrisch hier liegen oder so. Spielt alles keine Rolle für diese Sache, was ich hier vorhabe. Hier soll es um Beschriften gehen, und zwar Schrift, die eben entweder auf Objekte draufgesetzt wird oder reingefräst. So, wir machen hier zunächst mal einen Würfel. Das heißt, ein Pad davon, und das soll eine Höhe von 20 haben. So, dann haben wir das so. Und dann möchte ich diese Kante hier abschrägen. Wie gesagt, ich nutze hier die Version 19. Ich stelle die mal gerade um auf Deutsch. Dann machen wir oben noch die Tastenkommandos an. Letztes Video war in Englisch, da kann man das schon mal vergessen. Also hier kann man einfach Change Language sagen. Bitte auf Deutsch. Apply und OK. Gehen wir mal hier raus. Ich glaube, diese Funktion, die gibt es leider nicht. Die ist in der Übersetzung in der 19er noch nicht in Deutsch. Das heißt, ich wähle das aus und dann haben wir hier immer noch die englische Beschriftung. Das ist nicht weiter schlimm. Wir nehmen Distance and Angle und ich setze erstmal den Winkel hier auf 70 Grad. Und dann können wir das hier dann entsprechend länger machen. Das war zu viel. Also 10, also machen wir mal 10,5. Mal gucken, ob das geht. 10,5 scheint gerade eben zu funktionieren. 10,4. Das sieht mir ein bisschen komisch aus. Ach nee, es passt, passt. 10,6. Okay, haben wir oben noch so ein. So sieht das ganz gut aus. Ich habe jetzt hier so eine schräge Fläche und da möchte ich jetzt einen Text reinsetzen. Das macht man ja im Draft-Modus. Da kann man die Schrift halt definieren und da muss man aber Voreinstellungen ändern, damit das vernünftig klappt. Und da muss man erstmal hintersteigen. Ich hoffe, das bin ich jetzt. Also fangen wir an. Ich will hier was reinschreiben. Ich gehe deshalb erstmal in den Part, in den Draft-Modus. Und dann sieht man erstmal Draft-Modus, der hat hier so ein Koordinatensystem. Und ich kann den Text jetzt einfach hier reinsetzen und dann kommt er wirklich da drauf. Aber dann ist das Koordinatensystem beim Drehen und so weiter alles Kraut und Rüben. Das liegt an Folgendem. Und zwar, vorhin sah es noch ganz anders aus. Da ist es. Gut, hier haben wir diese Funktion, dieses Teil hier und da steht Auto. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und ich möchte was drehen zum Beispiel, also ich markiere das hier und tippe auf Rotate, dann stellt er mir das Koordinatensystem so ein, dass es in der Ansicht ist, in die ich auf die Zeichnung geguckt habe. Und das macht er jedes Mal. Das heißt, wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, ich schließe das und sage bewegen und wieder wird das Koordinatensystem gedreht und ich kann die Koordinaten, die ich eingebe, sind dann die projizierten Koordinaten aus dieser Ansicht. Das macht für diesen Fall hier wenig Sinn. Das heißt, deshalb schließen wir das erstmal hier und wechseln hier auf Custom. Und jetzt hat er Custom, weil ich diese diese Fläche hier selektiert hatte, hat er das einfach genommen. Und das ist genau das, was ich brauche. Das heißt, ich definiere jetzt erstmal einen Text. Da müssen wir erstmal einen Font aufrufen. Das ist bei mir im Font-Verzeichnis und da nehme ich der Einfachheit halber immer Arial, da TTF und öffnen.
Dann setzen wir die Schrift hier mal auf 6 mm und wir geben den Text ein Tutorius und ich sage, okay, erzeugt den mal. Dann liegt er hier hinten und jetzt ist aber das Koordinatensystem immer noch das und ich kann jetzt auf Move klicken, einfach hier hinklicken und den Text so dahin schieben, wie ich ihn haben möchte. Ich kann jetzt hier reinzoomen, kann auf Rotate klicken und nun kann ich den, ich sollte auch den Text definieren, nicht das Objekt, das heißt Shape String und dann wieder auf Rotate, da möchte ich drehen und dann können wir den so, wir können da 270 Grad eintippen, wieder auf Move und jetzt kann ich den Text hier drauf so hinrichten, so ausrichten, wie ich ihn hinrichten, toll, ne? So ausrichten, wie ich ihn haben möchte und dann kann ich einen zweiten Text hinzufügen und da brauchen wir jetzt hier nur hin und Areal einzutippen, das Verzeichnis müssen wir jetzt nicht mehr ändern und das wird dann ruhig 10 mm und Text soll sein 2020 und das können wir ruhig mal 12 mm machen. So, okay. Wo macht das hin? Da hat das hingesetzt. Das heißt, wieder Move. Und wieder selektieren. Rotate um diese und 270 Grad. Und dann können wir wieder Move drücken. Und fertig sind wir damit. So, das hier, das ist ja jetzt einfach ein Body aus dem Partydesign. Und das sind hier zwei Shape Strings aus dem Draft-Modus. Die kann man jetzt durchaus noch editieren. Das heißt, ich kann hier sagen, okay, Tutorius, das kann ruhig ein bisschen breiter geschrieben werden. Machen wir mal 8 mm raus. Könnte zu breit sein. Machen wir 7. Dann kann ich dann wieder den hier in das in die Combo-Ansicht wechseln. Hierhin. Jetzt muss ich mal gucken, was ich denn da gemacht habe. Dahin, dahin. Wir sind doch noch im Draft-Modus. Doppelklick. Aufgaben ist das Richtige und jetzt kann man hier sagen Move und ich kann das dann so hinleiten, dass es vernünftig aussieht und das machen wir hiermit auch nochmal. Okay, jetzt möchte ich das entsprechend bearbeiten. Das heißt, ich mache da erstmal Kopien von. Die können wir erstmal unsichtbar machen. Ich kann hier diesen Text jetzt sofort, ich kann in den Part-Modus gehen. Part, selektiere den, extrudieren entlang der normalen. Und dann, das soll sein 1 mm zum Beispiel. Und einmal, dann machen wir daraus einen Volumenkörper und anwenden. Dann wird der Text so, dass er oben drauf gesetzt wird. Und ich kann aber auch, das mache ich jetzt mit dem zweiten Shape String auch noch gerade, machen wir einmal OK und
wiederum 1 mm und erzeugen Volumenkörper und anwenden. Und dann haben wir den Text da drauf. Es wundert mich manchmal, der macht der doppelte. Löschen wir mal die raus. Irgendwas werde ich wahrscheinlich falsch gemacht haben. Ist meist so. Okay, wir können den jetzt wieder rausnehmen. Und jetzt haben wir die Texte ja nochmal hier. Und da möchte ich jetzt auch im Part Design Modus den selektieren. Extrude 1 mm. Und das ist dann umgekehrt. Erzeuge Volumenkörper. Anwenden. Ach, wir müssen nicht anwenden und OK drücken. Der macht bei OK alles nochmal. Okay, jetzt weiß ich auch, woran es liegt. Okay, und dann machen wir das hier auch nochmal extrudieren. Umgekehrt 1 mm. Das kann 0 bleiben und erzeuge Volumenkörper. Und da kann ich jetzt sofort OK drücken. Ich muss also nicht erst anwenden, dann OK drücken. Okay, jetzt habe ich die beiden Extrudes hier, einmal den Tutorials, einmal die 2020. Aus dem Körper erzeuge ich jetzt einen neuen Body und dann kann man hier mit dieser Option hier einmal die beiden herausschneiden. Der Tutorial ist da rausgeschnitten und dann machen wir das hier auch noch. Und dann habe ich den Text hier rausgeschnitten. Also wichtig ist im Draft-Modus, dass das hier, das kann man umstellen. Normalerweise steht er automatisch. Man kann es einstellen von oben, von vorne, von der Seite. Zur Ansicht ausrichten, genau ist der, man guckt. Und man kann es aber auch einfach custom einstellen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Fläche antippe und ich klicke da drauf, dann wird diese neue Ebene hierhin ausgerichtet. Da könnte ich jetzt einen neuen Text von der Seite reinmachen. Okay, das war's schon mit diesem kurzen Tutorial. Ich hoffe, das hilft euch beim Beschriften weiter. Und ich bin jedenfalls froh, dass ich jetzt nicht mehr so viel rumvorwerken muss, weil ich weiß, wie man im Draft-Modus richtig mit den Texten arbeitet und ihr jetzt auch. Okay, dann viel Spaß beim Freecaden, ein erfolgreiches und hoffentlich Corona-freies 2020 wünsche ich und alles Gute. Tschüss. Ah, Moment, wo wir gerade dabei sind. Wenn ihr ein Abo haben möchtet, dann klickt bitte gerne den Abo-Knopf und gegebenenfalls auch die Glocke und so einen Daumen hoch. Wäre auch ganz nett. Okay, tschüss.